Willkommen zurück im Schloss Black Mirror. Ich höre die Fans schon jubeln. Wir haben letztes Mal todmutig die Spinnen beseitigt oder es zumindest versucht. Und jetzt machen wir mal weiter. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was wir wollen, außer uns mit dem Mädchen nach dem Abendessen nochmal zu treffen. Ich weiß, ich laufe hier gerade im Eck rum. Sollen wir mal hinausschauen oder weiter im Schloss umherschauen? Ich weiß es nicht. Vielleicht mal hier zur Tür raus, falls es überhaupt geht. Wenn der alte Mann, den ich gesehen habe, wirklich mein Großvater Edward war, dann muss der Junge. Ich muss herausfinden, ob ich wirklich ihn gesehen habe. Wir haben außerdem noch unseren blöden Cousin getroffen. Der begegnet uns bestimmt auch nachher nochmal. In dem Spiel ist gerade so Wetter, wie es in England vorhergesagt wurde. Sollen ja auch Gewitter haben heute noch. Aber gerade ist es noch schönster Sonnenschein. Und deshalb sitze ich drin und spiele Computerspiele, wie man das so macht an einem Samstag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen soll, weil wenn ich nur bis zum Abendessen warten muss, wie vertreibe ich mir denn dann am besten die Zeit? Sollen wir vielleicht nochmal hier reingehen? Mit irgendjemandem reden wäre doch ganz cool, oder? Oder doch nochmal in den Keller rein? Ich weiß es nicht. Eigentlich waren wir da ja fertig. Vorerst zumindest. Was hat's hier? Dass man sich hier so wenig angucken kann, macht mich ganz konfus. Untersuchen, genau, untersuch So doch kann ich mal. es leichter mitnehmen. Genau, nimm. Oh. Der Junge, er muss es sein. Ich bin mir sicher. Aber ich brauche Beweise. Vielleicht stehen die Namen auf der Rückseite. Wenn ich doch nur Sachen Meine umdrehen könnte. Familie. Und doch sind sie mir fremd. Dam, dam, dam. Ohoho, was haben wir denn hier? Blutspritzer. Was ist das? Es sieht aus, als wäre es mit Blut gemalt. Ja, genau, eklig. Ich sehe da gar nichts. Hätte man da was sehen sollen? Ich habe nichts gesehen. Was hat er sich denn angeschaut? Das war jetzt wahrscheinlich der Beweis des Spiels. Das, was alles entschlüsselt und hinter allem steckt, und ich habe es nicht gesehen. Okay, wir sind jetzt hier. Hui, okay. Aber ich glaube, ich muss ganz schnell auf X drücken. Egal, was ich Miss Crennan gesagt habe, so etwas wie diese Visionen habe ich noch nie zuvor erlebt. Und sie werden immer schlimmer. Das kann ja noch lustig werden. Das bin ich übrigens gerade. ich habe die Kamera wieder entdeckt. Kannst du noch mal gucken? Nein.
Langsam wird es gruselig. Lalala. Da ist auch noch ein Bild. Was haben wir hier noch? Es schüttet. Oh, Musik ist aus. Hier in der Ecke ist es anscheinend nicht mehr ganz so gruselig wie da drüben. Da ist auch noch ein paar schöne Bilder. Sind die auch mit Blut gemalt? Da ist doch auch ein Junge drauf. Was interessiert dich das denn nicht? Stuhl. Das werde ich morgen definitiv anwerfen. Wieso denn morgen? Das werde ich morgen definitiv anwerfen. Wirf's doch jetzt an. Ich schau mal eben kurz im Inventar. Meine Familie. Und doch sind sie mir fremd. Entschuldigung, das ist schon wieder so fiddly. Untersuchen. Meine Familie. Okay, er sagt immer dasselbe. Und doch sind sie mir fremd. Kann ich da nicht auf jemand anderen noch? Lady Margaret. Doch. Sie sieht glücklich aus. Schwer, sie sich heute so lächelnd vorzustellen. Naja, man wird nicht jeden Tag mit Blut gemalt. Da würde ich auch lächeln. Der Junge. Wie konnte er Edward so reizen, dass er ihn die Treppe hinunterstieß? Großvater Edward. Genau wie er gestern Abend aussah. So schaue ich mir Sachen auch immer an. Spiel muss heute schwer laden, weil so viel Grusel ansteht. Bam, 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 bam. Wo laufe ich denn jetzt noch hin? Ich würde ja auch noch gern wissen, was ganz oben, hinoben, vor sich geht. Aber die Tür ist, glaube ich, immer noch abgeschlossen. Hallo, Abendessen. Hab Hunger. Hunger. Die Angestellten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Sollen wir nochmal in den Keller runter? Ich gucke einfach mal. Tut mir leid, es wird wohl eine Folge, wo ich blöd in der Gegend rumlaufe. Hallo. Wie geht's dir so? Lady Margaret? Ja, David? Ich habe im anderen Zimmer ein altes Foto von einem Jungen gesehen. Etwas sagt mir, dass sie nicht begeistert wäre, dass ich es in meiner Tasche herumtrage. Das wurde 1894 aufgenommen. Der kleine Johnny, dein Vater. Sie können sich an das genaue Jahr erinnern? Es ist so eine Sache, wenn man in mein Alter kommt. Man kann sich an Dinge erinnern, die Jahrzehnte zurückliegen. Aber nicht daran, was es zum Frühstück gab. Doch, Haggis. Das mag für andere gelten. Dum, dum, dum. Wer, wenn ich fragen darf, sind die anderen auf dem Bild? Das sind deine Tante Clara und deine selige Urgroßmutter, die letzte wahre Gräfin von Scarndhouse und mein lieber Edward natürlich. Ich habe gesehen, dass Vater eine Narbe im Gesicht hatte. Wie ist das passiert? Vielleicht fiel er aus einem Baum. Ich erinnere mich nicht. Aber dein Vater war ein ungeschicktes Kind. Du erinnerst dich nicht. Aber an das Datum, an dem das Foto gemacht wurde, schon. Na gut, und tschüss. Ich darf mich zurückziehen, Lady Margaret. Du darfst. Schauen wir mal, was das Quest-Tagebuch so von sich gibt. Dum, dum, dum.
Finden Sie das Grab auf dem Bild? Dann müsste ich aber vielleicht mal hinausgehen. Darf ich denn? Darf ich hinaus? Nein? Vielleicht geht er allerdings jetzt in den Garten. Ich untersuche nochmal die Feuerstelle. Hier noch irgendwas. Andere Bilder. Nö, dann gehen wir hier rein. Oh, wo ging es denn jetzt nochmal in die Küche? Da drüben. Da drüben hinüben? Ich glaube, ich werde niemals in einem riesigen Haus wohnen, weil ich mich sonst immer verlaufe und nie weiß, wo ich hingehe. So wie jetzt zum Beispiel, wo ich eigentlich nur in die Küche will. Wo ist die denn? Die Küche? Wo ist die Küche? Ich spiele einfach sehr in Character, weil der gute David, der war hier ja auch noch nie. Und er kennt sich halt auch noch nicht so aus. Ist verwirrt. Lange gereist. Bisschen verschlafen. Mein Spiel ist abgestürzt. Auch nicht schlecht.